Willkommen zu einer weiteren Folge vom Tablepot TV. Wir spielen Walking Dead endlich mal wieder. Und ja, ich hatte letztens überlegt, unser erster Walking Dead Beitrag, der war Nikolaus letztes Jahr. Das ist jetzt noch nicht ein ganzes Jahr her. Wow. Ja, aber jetzt sind wir endlich wieder so weit, dass wir spielen können. Und wir haben genug Solo gespielt. Heute geht es mal richtig gegeneinander. Deswegen haben wir uns schöne Mannschaften zusammengestellt. Und wollen direkt auch einige wenige neue Regeln, die der Fabian mittlerweile hat, weil er schon diese zweite und dritte Wave des Kickstarters sein eigen nennt, wollen wir ausprobieren. Da gibt es einmal Objective Cards, die wir halt mit bespielen. Das sind Das hätte geheime ich jetzt nicht Ziele, kommen. genau, das sind geheime Ziele, die wir halt versuchen zu schaffen und dafür extra Punkte bekommen. Und ja, den schönen Comicladen, den wir schon oft drumherum gelaufen sind. Wir werden ihn vielleicht heute mal betreten und da auch Regeln halt für machen, weil da ist auch Loot drin. Der Kühlschrank scheint dick gefüllt zu sein und auf dem Tisch liegen auch bestimmt noch unheimlich tolle Comichefte, weiß ich nicht, aber die brauchen wir. Und auch da gibt es Sonderregeln, aber das machen wir, wenn wir da halt looten können, werden wir das besprechen. Ja, ansonsten ist das ein ziemliches Standardszenario. Wir haben einfach einen Tisch aufgestellt, die kleine Größe gewählt. Wir haben uns für 300 Punkte entschieden. Ja, genau, damit wir auf der kleinen Matte noch bleiben können. Genau. Nächstes Mal machen wir mal eine riesige Schlacht. Dann müssen wir ganz viel Wenn Zeit mitbringen und ihr auch Uwe ganz viel Zeit mitbringen. die siebte Staffel fertig hat. Ja, genau. Da hänge ich auch ein bisschen hinterher. Ja, ich hoffe, ihr habt da Spaß dran und dass wir das Spiel ohne viele Spielfehler für euch hier gut dargestellt kriegen. Da würde ich sagen, schauen wir uns mal kurz die Mannschaften an. Super. Na, legen wir los. Ja. Ja, das ist mein Leader, der Lee. Der ist mit einem Bogen und eine Handwaffe ausgerüstet. Hackebeil. Ein Hackebeil, Fleischerbeil. Für den schönen Beschuss sorgt Carlos mit einem Gewehr, mit einem Schalldämpfer. Das werden wir nochmal rausfinden, was der Schalldämpfer so alles Ist da für drunter nutzt. versteckt, Habe ich ne? darunter versteckt, ja. Ja, wo ist er denn? Zieh es auseinander. Da ist er. Er hat auch Vorteile. Dann der Mann an der Front, der Oh. Footballspieler Tyrese. Mit einem Vorschlaghammer und einem kleinen Messerchen versucht er, die Bösewichte auszuschalten. Dann habe ich hier noch ein schönes Dreamteam. Einmal Oh. die Clementine. Das Mädchen hat sich ein Radio geschnappt und versucht damit halt der Sandra zu helfen und einzelne Aktionen ihr weitergeben zu können. Die Clementine gehört ja sonst auch zum Lee und hatte auch noch ein paar Synergien. Aber das besprechen wir. Die wird sich jetzt, glaube ich, ein bisschen taktisch zurückhalten. Die hört heute Radio Woodbury. Und die Sandra, das ist die Sandra, die als Spezialregel schnell hat. Deswegen hoffe ich mir hier ganz schnell den Loot zu schnappen und wegzulaufen. Und damit das noch schneller geht, hat sie das andere Radio und hört ja, Clementines Anweisungen zu. Jo, die Radio Woodbury-Truppe führt heute der Governor Brian Blake an, bevor er verstümmelt wurde. Mit dem Hackebeil und dem Bogen und vorsorglich mal ein paar Bandagen, man weiß ja nie. Martinez unterstützt ihn mit einer Knarre und einem, was ist das nochmal? Radschlüssel haben wir uns Radschlüssel, geschnappt. genau. Das wird echt so ein Running Game. Ganz genau. Also habe ich einmal einen Taktiker, einen Marksman. Der Bruiser ist jetzt der Herald. Da ist er. Der Herald. Mit einem Bogen und einem Titanium Baseballbat und Bandagen. Und komplettiert der Craig meine Truppe mit einem Clawhammer, eine Pistole und Bandagen. Das ist unser Schlachtfeld. Ach, Schlachtfeld sage ich schon. Das ist ein kleiner Teil von Woodbury. In unserem schönen Comicladen. Wir verteilen jetzt gleich noch ein paar Lootmarker und dann geht's los. Wir versuchen einfach Ein paar die. Zombies. Achso, Zombies brauchen wir auch noch. Brauchen wir auch noch. Wir versuchen die andere
Survivor-Gruppe auszuschalten, unsere Objectives zu erfüllen, Loots zu sammeln und ein paar Zombies zu plätten. So, wir sollten ja nochmal die Ziele zeigen. So, ich lese es jetzt nicht laut vor. Jetzt weiß der Uwe ja, was ich machen muss. So, das muss ich machen. Der linke wollte ich eh machen. Das rechte kriege ich auch noch irgendwie gepackt. Ich kann das jetzt auch nicht laut vorlesen. Jetzt guckt der Fabian. Also das linke, das ist ja quasi schon erledigt. Das ist ganz einfach. Das rechte, ja, das machen wir auch noch fertig. So, Runde 1, Leute. Wir fangen an. Der Uwe hat die Initiative. Ich habe die Initiative. Was ich eben nicht gesagt habe, ich musste bei Clementine noch eine Rolle wählen. Ich nehme den Supporter, weil sonst kann sie das Radio nicht bedienen. Ist ja voll schwierig, so ein Funker zu sein. Ja. Das hat sie gewählt und ich darf ihr noch einen roten Würfel verteilen. Jetzt nur fürs Protokoll, ich packe den auf Melee drauf. Alles klar. Und dann fange ich auch mit Clementine an. Clementine schleicht hier hin und gibt ihre zweite Aktion eine Funkaktion weiter und benutzt das Walkie-Talkie für Sandra. Und damit bin ich mit ihr durch. Schweinerei, würde ich sagen. Wir fangen an mit, wo ist er? Mit Harold hier vorne. Der wird direkt mal schießen mit der ersten Aktion, mit seinem Bogen und bekommt einen Würfel hinzu. Das war's dann auch. Er schießt hier auf diese junge Dame. Mhm. Machst du die junge Dame? Ja, natürlich. Stimmt, genau. Das muss man ja auch würfeln. Harold 1 gegen 0. Nix, gegen gar nichts. Die liegt dann. Die liegt. Wupp. Und mit der zweiten Aktion rennt er rüber. Ich kann jetzt das Ding noch nicht aufnehmen, allerdings verursache ich Noise. Dann gucken wir mal, wer am nächsten dran ist. Das sind 5 Zoll. Das sind ein bisschen weniger als 5. Und ja, das ist schon der hier sein. Genau. Kopf, ne? Dann nehmen wir den und der muss jetzt in gerader Linie hinschämmen. Da ist er. Gut, dann haben wir den Harold. So, ich muss durch das Radio als nächstes Sandra aktivieren. Und die hat ja Quick, deswegen darf ich 2 Move-Actions machen, aber nicht 2-mal laufen. Mhm. Ich werde jetzt einmal sneaken mit ihr. Und zwar hierhin. Und als nächstes werde ich dann mit ihr laufen. Und zwar hierhin. Oh. Und dann kommt der Walker. Richtig, aber welcher? Das kannst du mir mal verraten. Ich glaube fast er hier. Das sind 3 Zoll, das sind 2,5, dann kommt der. Dann hast du quasi an. Und dann ist die dritte Aktion eigentlich verschenkt. Verschenkt, genau. Das ist taktisch sehr unclever. Eigentlich warst du ja unser Taktikguru. Ja, das war. Bis jetzt. Der Ruf ist jetzt ruiniert. Aber das war Sandras total blöder Move. Alles klar. Dann fangen wir jetzt mal an mit Martinez. Martinez schießt auf diesen Walker. Da habe ich einen weißen und einen roten. Und meine Smith & Wesson, 8 mm, gibt mir noch einen weißen hinzu. Wenn ich ein Ausrufezeichen würfel, kriege ich einen weißen hinzu. Habe ich nicht? Er hat gar nichts hier. Du hast gar nichts. Also 2-0. Mhm. Aber das war Mayhem, oder? Der legt sie nieder, Mayhem. Oh ja, das ist aber echt gut gemacht, Uwe. Ja, das geht jetzt, das wackelt nicht mehr hin und her. Mhm. Das heißt, alle in 10er Reichweite kommen an. Ganz genau. Also die junge Dame, die schimmelt direkt hier rum. Einmal 2 Zoll. Und das haben wir so gestellt, dass sie ja durch kann. Natürlich. Und Nummer 4. Hat der Wind nur wieder weiter bewegt? Er hat geschossen. 4. Dann die junge Dame. Die rennt da oder vor. Boah. Die ist in der Nahkampf. Der Rüst ist außerhalb.
Das war's. Gut, und mit der zweiten Aktion, Martinez. Martinez. Wenn wir mal direkt in den Nahkampf gehen, sneaken. So, dann binden wir die junge Dame mal. Dann werde ich jetzt mal den Lee aktivieren. Und der schießt jetzt auch mit dem Bogen. Der Bogen hat einen roten Würfel und der hat als Shoot einen weißen Würfel. Und zwar schieße ich auf diesen. Das ist Ronnie Renton. Ja, der hat es nicht anders verdient. Und kriegt hier zwei mit Ausrufezeichen in den Kopf. Gegen Blank. Tja. Damit ist er weg. Ronnie. Und ja, ist lautlos der Bogen. Das kennt ihr ja schon alle. Das ist eine beliebte Waffe bei uns. Und danach laufe ich ruhig. Das kann ich mir erlauben. Hier hin, was dann Lärm macht. Der nächste ist, wie ist das jetzt mit Gebäuden? Ist das, der ist bestimmt näher, der Punk. Ja, der wird dann gegen die Wand laufen. 4 Zoll. Der ist näher, der rennt dann hier. Dagegen. Dagegen. Okay. Zack. Weil hier ist ja alles offen, der versucht dann nicht schon da rauszugehen oder was. Ja. Genau, erstmal rennt er gegen die Wand. Okay. Und dann als nächstes dann wird, als nächstes wird er rumlaufen. Ja, das war dann halt der Lee. Und du bist wieder dran. Dann würde ich sagen. Rennen wir mal mit Craig. Hier rüber. So. Das heißt, er verursacht Noise. Und zieht diesen Walker hier an. Genau. Hier schicken wir erstmal drei hier rüber. Und dann vor die nächste dann, Barrikade. Dann, das heißt, die sind jetzt auch im Nahkampf. So. Dann bist du schon wieder dran. Ja. Ich habe jetzt noch den Therese. Und den Carlos. Der Carlos ist als erstes dran. Der schießt jetzt mit seinem Gewehr. Das Gewehr hat zwei rote Würfel und einen weißen hat der Carlos selber und er schießt auf den Opa da. Oha. Upsala. Zwei. Wieder blank. Ja, dann liegt der Opa nieder und dann habe ich noch die Möglichkeit. War das jetzt ein Bogen? Nee, das war genau, das war ein Neues. Ach, das war kein Mayhem, der hat ja hier den. Keine Reichweite für mich. Aber es ist keine Reichweite. Und danach läuft der dann. Ich kann sagen, Martin, das hat man fast gar nicht gesehen, jetzt ist er aber mit im Spiel. Den Carlos hier. Meinte ich ja, genau. Genau. Der ist gelaufen innerhalb von 10. Das wäre dann sie, die noch umgebunden ist. Dann kommt sie hier angeschambelt. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Denn jetzt kann ich mit Brian Blake den Governor nämlich hier rüber rennen. Und loot. Ganz genau. Ist nämlich keiner in Reichweite, der jetzt. Nee. Ah, doch, sie. Ah, ne, die ist jetzt gebunden mit dir durch das Auto. Nee, sie nicht. Nee. Scheiße, dann kommt die wieder zurück. Aber es reicht dann. Dann rennt die nämlich hier gegen. Puff. Und das Auto. So, und dann kann ich mit der zweiten Aktion endlich mal einen Lootmarker aufnehmen hier. Ja, und direkt die Bombe. Karten haben wir hier oben. Das haben wir gefunden. Da. Oh, super. Was ist es denn? Eine Metal Pipe. Braucht kein Schwein. Hast du aber gefunden. Deswegen sind wir hier. Ich bin durch. Du hast noch den Therese. Ich habe noch den Therese. Und der Therese. Der rennt hier hin. Der schleicht hier hin. Und die zweite Aktion macht er einfach Hold Your Nerve. Schwarzen Würfel. Muss er dafür würfeln.
Ja, geht der einen zurück. Zubi. Zack. Zack. Und das waren dann meine. Dann sind wir schon in der Eventphase. Korrekt. Was haben wir denn jetzt? Alter Verwalter, die Herde. Du hast die Initiative. Ja. Du wählst jetzt einen Walker und movest den in eine Richtung deiner Wahl. Und alle Illegal Walkers in 8 Zoll von diesem bewegen sich mit. Ah, das ist schön. Ich wähle diesen hier. Ah. Das ist wirklich wie weit? Schempelreichweite, oder? Ja, genau. Und alle in 8 Zoll bewegen sich mit. Ja, das sind hier, hier hin. Sind alle. Er hier auch. Kannst auch mal. Ja, der rennt dann vor die Wand. Ne? Ah, ne, hier ist eine Tür. Der kommt ja dann hier raus, haben wir gesagt. 8 Zoll. Den kannst du auch mitbewegen. Den Punk. Der hier. Der rennt aber dann jetzt hier vor, ne? Weil die gehen ja trotzdem gerade. Mhm. Der hier. Die kannst du noch. Wo waren die da? Beschützen die den Lootmarker? Mhm. Ah, okay. Clementine wollte jetzt hier looten. Das ist, klappt jetzt, glaube ich, dann auch. Ah, okay. Also hier ist noch eine Tür drin. Genau. Ja, das haben wir dann. Dann kommen wir jetzt dazu, die Killzone auszuwerten. Aber da ist genau. Nichts Neues. Doch, hier. Die junge Dame. Die bewegt sich hier rüber. Richtig? Würde ich auch so sehen. Ich versuche da rumzugehen, aber bleibt ja, bleib dann bei dem hängen. Ja, hier ist nicht genug. Die sind im Nahkampf. Die da sind ist auch im Nahkampf. Keiner. Gut, dann fange ich direkt hier mit meiner Sandra an. Genau, und jetzt müssen wir nicht im Nahkampf um 1 erhöhen, weil wir ja kein Solo-Spiel spielen. Doch, wir müssen im Nahkampf um 1 erhöhen. Wir müssen nur nicht am Ende der Runde um 1 erhöhen. Was habe ich denn gesagt? Völliger Mumpitz, ich schneide das raus. Denke ich auch. Im Nahkampf erhöhen. Wir haben Nahkampfrunde, wir erhöhen um 1. Ich fange ja mal mit der Sandra an. Die Sandra hat das Hatchet mit einem weißen Würfel, selber hat sie einen roten Würfel und die haut dem Opa jetzt mal kräftig das Beil auf den Kopf. Ich würfel eh einen Blink. Oh, das sieht aber schon gut aus. Au, 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 au. Was au, die au. Da macht. Nach der langen Messer und dann ist der Opa weg. Richtig. Zack. So, du darfst den nächsten Nahkampf aussuchen. Ja, dann machen wir hier mit dem Muscle weiter. Habe ich nur einen roten Würfel. Den Harold. Der Harold, ja. Der Harold hat 2 weiße. Der ist ja nicht nur hier, der hat es ja auch da. Und einen roten. Das wird so klappen. Ich darf einen roten rerollen, weil ich ein Bruiser bin. Ich habe 1 gewürfelt. Ich habe 3 gewürfelt. Ich darf den roten rerollen, weil ich ein Bruiser bin. 4. Noch eingewürfelt. Ja, ich mache einen extra Schaden-Damage durch meine Sonderregel, The Muscle. Ja. Bringt aber nichts, der kippt trotzdem da um. Genau, da liegt er. Du legst ihn nieder. Wo ist er denn? Ach, da. Ja. Und dann haben wir jetzt den 1, 2 weg. Martinez, der kämpft gegen 2, das heißt, die haben 3 rote Würfels. Martinez hat einen weißen in die und kriegt einen weißen durch das. Die Schlüssel schrauben. Radschlüssel hinzu, genau. Boah! Ein. Oh, jetzt zitter ich. Ja, du legst ihn mal hin, ne? Ne, ein stoß ich. Ich habe nur um 1 gewandt. Ja. Ich stoß beide weg, aber nur einer fällt. Was? Nehmen wir den. Du hast doch 2 Punkte übrig, ich hab dir nur einen gehört. Ach, du hast nur einen, ja guck mal, dann hau ich doch kannst beide. Kannst du beide umhauen. Genau, du rollst dich schon weg, ey. Ja. Aikido kann ich. Ja, damit haben wir das. Haben wir nichts mehr? Schade. Dann sind wir jetzt in der Schlussphase und gucken, wer alles aufsteht, richtig? Oh ja. Du zeigst, weil die liegen fast alle bei dir, zeigst mir den Finger drauf und ich würfel. Bei dem Schild stehen sie auf, der steht auf. Der steht auf. Uwe. Der bleibt liegen. Hier? Ja, der steht auf. Och, Uwe. Der bleibt liegen. Mhm. Hier noch. Ja, Opi. Opi der macht wieder auf. Mit. Das den anderen hast du ja ausgelöscht. Ja. Gut, dann war das die Runde. Gebe ich mal Initiative-Marker weiter. Wunderbar. So, Runde 2.
Woodbury mit der Initiative. Mein Herald hier. Der lootet. So, was kriege ich denn Schönes? Boah, hat der aber schön gemischt hier. 2x4. Braucht kein Schwein. Wunderbar. Und mit der zweiten Aktion. Was machen wir da? Da rennen wir mal vor. Wir rennen. Und zwar hier in diese Richtung. Dann hier. Und da wir gerannt sind, das ist definitiv mal der nächste klar, Walker, oder? Die kommt sofort halt auf dich zu. Alles klar, Harold ist durch. Dann bist du dran. Ja. Ich will irgendwie das Radio anwenden, aber es war gerade keine clevere Idee. Ich werde jetzt mit Clementine beginnen. Clementine sneakt sich an diesen Lootmarker. Na sowas. Mit der nächsten Aktion nimmt sie ihn auf. Mal gucken, was ich jetzt hier finde. Hat nicht gefunkt, ja? Nee, hat nicht gefunkt. Nichts. Nichts? Wer tut denn ist da einen Karton hin? Das ist schade. Ja, damit bist du schon wieder dran. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich glaube, ich marschiere mal so ein bisschen weiter vor. Der Brian Blake. Der was machen wir dem? Der sneakt mal ein Stückel hier vor, hinter die Mauer. Dreht sich dabei um, zieht seinen Bogen und schießt der jungen Dame hier mal genau in den Kopf. Verstehe. Oh, zwei hält sie aus, aber. Ja, das sind Unentschieden. Das heißt, sie kippt mir um, auch wenn ich ein Ausrufezeichen habe. Ja. Das sind Unentschieden. Weil du hast. Richtig, ich habe auch zwei gewürfelt. Ja, das ist doch doof. Dann bin ich schon wieder dran. Und. Oh, warte mal. Ja. War da ein Blank bei? Nein, ne? Nee. Schade. Weil durch Martin ist Sonderregel dürfte ich Blanks ach so, wiederholen. In seiner Killzone wiederholen, was ich ja wäre. Nee. Gut. So, der Lee ist der nächste im Bunde hier. Der sneakt jetzt hier an das Auto ran und schießt dann mit dem Bogen? Mit dem Bogen auf den Opa. Wieder auf den Opa? Ja, der muss weg. Stört doch da mit einem roten und weißen sind es trotzdem nur zwei. Zwei. Der Opa hat einen. Ja, aber da liegt er wieder nur kurz. Da ist du nicht so gut mit dem Bogen. Ja, das war er. Was ist denn hier mit der jungen Dame? Wie kriegen wir die denn mal hier weg? Ich glaube, ich weiß wie. Und zwar rennt der Craig aber hier rüber. Hier rüber. Nicht in Kontakt mit dem Auto. So. Dann ist sie die nächste und dann ist sie die nächste. Flitzt sie vor das Auto. Ganz genau. Patton. So, aber ich habe noch eine Aktion. Bin ja nur einmal gerannt. Neues gemacht. Schießen wir jetzt doof? Weil ich eine Mayhem-Waffe habe. Dafür einfach mal, ich hole dir Nerf. Und ich hole den Nerf. Und wir sind wieder bei 1. Gut. Dann bist du. Der Martin ist es noch dran. Mhm. Oh ja. Deswegen. Los. Hier rüber. Und dann? Dann schießt Carlos mal auf den Governor, der mag ihn nämlich nicht.
den Governor. Du weißt, dass da ein Auto und eine Barrikade dazwischen sind. Mhm. Ist trotzdem ein Versuch wert. Okay. Ich habe einen blauen. Generell, ich kriege einen roten für die Barrikade und einen weißen fürs Auto, für die Defense. Und ich habe einen roten, und zwar zwei rote und einen weißen. Vier. Ja. Drei. Das heißt, ich kriege einen Schaden. Richtig. Und ich habe allerdings Lärm gemacht. Der nächste dürfte dann wieder in den grauen Kittel sein. Ich kriege tatsächlich einen Schaden. Meine Fähigkeit triggert erst... Wenn ich zwei Schaden habe. Ja, wenn du zwei Schaden hast. Ja. So, ich habe Lärm gemacht. Du hast Lärm gemacht. Ich denke, sie ist das. Nee, kein Mayhem, nur Lärm. Ach so, nur Mayhem. Ich habe ja den Silencer drauf. Okay. Und dann läuft sie, denke ich mal, davor. Ja. Ja, siehst du sie wieder weg? Ja. Das war der... Dann habe ich ja noch den Martinez. Ah, das ist natürlich auch blöd, dass die Perle da jetzt noch ist. Ich wollte eigentlich den Lumpenmarker da noch haben. Der Martinez ist ja mein Marksman. Der macht jetzt mal ganz crazy Aktion. Pass mal auf. Mhm. Pass auf. Der sneakt jetzt mal hier so rüber. Um die Troller rum. Um die rum, ja. So. Guckt auf deinen Chef. Ja, auf den Lee. Zieht seine Knarre und schießt. Dann kannst du einfach auf mich schießen, es geht. Oh, warte, ich kann nur 12 Zoll schießen. Aber es reicht, alles klar. Puh. Alles klar, Martinez. Schießt mit seiner Smith & Wesson einmal. Einen roten, weißen und einen roten durch die Handgun. So, ich darf Blanks wiederholen. Habe ich nicht. Das ist blöd. Ich habe kein Ausrufezeichen, das ist auch blöd. Was hast du denn gewürfelt? Mein Defense ist blauer Würfel, ich habe zwei. Oh, dann mache ich einen Schaden bei dir. Autsch. Immerhin. Aber ich mache hier Mayhem einmal. Ja. Mayhem und der nächste... Walker ist sie hier. Genau. Und die kommt aber direkt an. Ja, komm mal her, Baby. Das ist kein Problem. So, dann sieht das so aus, als wärt ihr alle beschäftigt. Dann werde ich jetzt mit der... Wen hast du da noch? Tyrese und Sandra? Genau, mit der Sandra. Tür ist übrigens auf. Quick, ne? Das ist ja alles eingeschlagen. Der kommt auch da durch. Die Scherben ja gar nicht. Und dann sneakt sie hier hin. Auch ganz sneaky. Ja. Und stell dir mal vor, ihr hättet jetzt noch kommuniziert über Radio. Das geht nicht. Das geht nicht. Tja, haben wir nicht gemacht. Hätte das Ding direkt aufnehmen können. So, und du hast jetzt aber keinen mehr. Das heißt, jetzt kann ich nochmal den Tyrese aktivieren. Ja. Tyrese. Läuft jetzt hier bis ans Auto. Damit aktiviert er sie. Reicht das denn? Ja, reicht. Dann kann ich den jetzt noch nicht nehmen, ne? Nee. So ist das. Sehr clever von mir. Und ja, das waren meine Charaktere. Das heißt Event. Event. So, unsere Eventphase. Uwe, sei doch mal so nett und zieh mal ein Event. Ja. Schönes. Erstmal müssen wir einen Sweat erhöhen. Es ist zu ruhig, too quiet. Oh. Und wir sind noch in all quiet und low. Plötzlich stoppen die Walker und nichts scheint zu passieren. Noch einen, den Sweat Elf. Das war jetzt nichts Wildes. Too quiet, alles klar. Gut, dann gucken wir mal nach den Killzones. Ja. Okay, hier wird was passieren. Ja, den Weg um den Vorderen und dann direkt dem Lee in die Arme laufen. Chef. Hier der Punker, da bist du zum Glück nicht in der Killzone. Genau. Die sind schon im Nahkampf. Sind alle im Nahkampf, der Rest liegt. Ja, das war's. Du hast die Initiative und bestimmst, wo wir anfangen mit dem Game. Okay. Das wäre mal ein. Wir fangen an mit Harold.
gleich schön zwei blaue und einen roten. Ja, die hat nur einen roten. Dann macht der Walker einen. Einen. Und der Harold darf den roten aber wiederholen. Ja, vielleicht kommt da mal ein Ausrufezeichen. Nee, ne? Kein Ausrufezeichen, also haue ich die nur um. Das ist doch nichts gut. So, und dann der Hexe direkt, oder? Genau, machen wir direkt den Martinez. Der hat zwei weiße nur. Ach, oh, ein Blank. Ja, kommt gar nichts. Das sollte doch zu schaffen sein, oder? Na bitte, und diesmal hauen wir ihn aus dem Leben. Endgültig. Der Lee hat zwar ein Fleischerbeil, aber das hat bis auf Schaf keine Besonderheit. Er hat nur einen blauen Würfel. Und würfelt eine 2. Gut, der Walker auch eine 2 mit einem Bisszeichen. Das ist aber unangenehm. Ja, dann ist das zwar ein Ausrufezeichen, aber es ist ja trotzdem nur ein Unentschieden. Und beim Unentschieden Walker gegen Survivor gewinnt immer der Survivor. Deswegen weg mit ihr. Ganz genau. Jetzt war ein Ausrufezeichen gesetzt, aber mehr auch nicht. Gut. Das war's mit den Nahkämpfern. Ja, dann gucken wir uns, ob die wieder aufstehen. Hast du einen schwarzen? Die liegen. Ich habe einen schwarzen hier. Machen wir direkt mal hier den Opa. Der bleibt liegen. Hier, der steht wieder auf. Ja. Dann hier an dem blauen Auto bleibt liegen. Ja. Hinter ihm steht auf. Ja. Und ganz in einer Zone da vorne steht auch auf. Ach, Uwe. Ja, die stehen alle auf. Ja, wir sind in Runde 3. Ich habe wieder die Initiative und diesmal wird der Tyrese anfangen. Der steht so schön gerade an dem Auto und lootet mal direkt und findet, halt das mal dahin, einen Hockeyschläger. Ich habe keinen Fokus. Wo jetzt? Gut, und als nächste Bewegung läuft er. Oh, rennt oder was? Ja, der rennt. Ich hab's gedacht, der wäre nur so gemütlich, aber bis hierhin sind das dann die 5. Dann kann der bis hierhin. Und damit zieht er sie, ja. Ist ja die offensichtlich die nächste. Die schempelt dann direkt in ihn rein. Zack. Um den Opa an, ne? Ja. Gut, und das war der Urlaub. 3 Weeks. Alles klar. Dann muss ich meine Latte hier. Messlatte. Gut. Sicht ist da blockiert. Der Harold. Der hat einen Bogen, ne? Gott. Der Harold zielt und schießt, hätte ich fast gedacht. Nein, du schießt einmal auf deinen. Auf den Lee. Auf den Lee. Der Harold hat allerdings nur einen roten. Gibst du mir einen blauen auch? Ich hab die Fans blau. Ich hab gar keine blauen. Ja. Okay, das war das Zeichen, dass der Lee da mal langsam verschwinden sollte. Einen roten. 1. Ich hab eine 2. Nichts passiert. Das ist schön. Mit der zweiten Aktion, werde ich den Walker mal binden hier. So. Das ist sehr freundlich. Jetzt ist nämlich dann direkt der Lee dran. Und der Lee, der sneakt dann mal hier zu dem Auto. Ein bisschen mehr Entdeckung. Ja, und lootet. Ja. Und lootet natürlich. Doch nochmal. Und findet Bandagen. Ich glaube, die haben das Bandagen schon. Bandagen sind super, ja. Das ist schon mal gut. Vor allem er hat schon eine Wunde, das ist gar nicht schlecht. Nee. Das war der Lee. Finde ich jetzt blöd von dir, du dich da versteckst. Wir sind im Flow, alles klar. Pass auf, der Craig. Der Craig, nicht der Craig. Der rennt mal. So, 3 hier rüber. Dann habe ich noch 5. Hier direkt in den Kontakt der Mauer. Ja. Das Türchen auf deinen Lee. Was für ein Hund. So, und dann habe ich jetzt ganze 2 rote Würfel, Kollege. Achso. Run, Jürgen Walker hier. Ne, der ist gebunden. Der hier aber.
Ah ja, dann kommt der. Das ist oder? Ich esse näher. Das sind 9. Das sind 8,5. Oh, Glück gehabt. Ich bin fast selber nochmal. Okay. Gut, ich habe die Fans blau. Ach Mensch. Ich hab 2 wieder. Könnte ich noch einen rerollen? Ich weiß nicht, du hast doch nicht so eine Fähigkeit. You may reroll one die per attack roll. Na, dann mach das doch. Dann mach ich das doch. Dann nehme ich doch diesen hier. So, so sieht's aus. Ein Treffer und ein Hit. Jetzt sind 2 Schaden, Kollege. Warte mal. Ich hab einen mehr. Ich mach jetzt meinen Reroll, den ich runter habe. What? Naja, nützt genau. Mir trotzdem nichts. Okay, sind das 2 Schaden? Genau. Zack. Denn der Lee darf ja einen Reroll pro Runde machen. Ja. So. Der Threat Level steigt um 1, weil meine Waffe Mayhem ist. Alle in 10 Zoll. Wo sind sie hier? Schimmeln hier mal so rum. Also die junge Dame schimmelt hier 3 rum. Und hat die noch 3? Das war mal knapp. Alles klar, was ist mit denen? 10. Tja, jetzt kommt die leider. Alles klar, die ist gebunden. Das war doof. Fällt der nämlich schon mal raus. Und ich habe ein Ausrufezeichen gewürfelt. Das heißt, wir müssen mal gucken, ob die Waffe sich entlädt. Richtig. Nein, ne? Vertauscht das immer. Auf dem Stern kein Effekt. Blank ist schlecht. Och Mensch. Out of ammo. Ja. Dann geht doch nie mit 2 Patronen hier hin, ne? Nee. Das ist doch nicht gut. Hier, bitteschön. Dann ist jetzt Carlos dran. Und Carlos. Habe ich mir meinen Plan selber versaut, ey. Sneakt jetzt hier hin und nimmt den Loot auf. Jetzt kommt der Lurker. Ja, mal gucken. Mal gucken. Ihr wisst es jetzt, ihr wisst es noch nicht. Ja, genau, ich habe auch noch nicht geguckt. Es sind Football Pads. Ein Body Armor. Oh, das ist schön. Reduziere den Damage. Das gefällt mir. Weitergeben ist eine Aktion. Ne? Ja, gut. Ich nehme das jetzt erstmal. Ich ziehe das einfach schnell an hier. Zack. Die Football Pads. Ja, das war der Carlos. Mensch, Meier. Dann habe ich nur noch den Martinez. Martinez. Wir sind uns einig, dass jetzt hier so eine Wand, Glaswand, Glasfrontwand, die auch Deckung gibt, ne? Wie eine Barrikade, oder? Ja, weil, also nicht die Glas, das ist alles eingeschlagen, aber hier sind ja die ist praktisch wie eine Barrikade, so die Pfeiler. Ach, ich habe mir vorher alles schön zurechtgelegt, gedanklich. Und in der Praxis sieht es wieder total anders aus. Ich wollte auf deinen Lee umhauen. Ja, der wird schon gut was eingesteckt. Ja. Ach komm, hier, Martinez. Ist egal, ich schieß einmal auf dein Lee. Auch wenn du Deckung hast, ist mir jetzt dann egal. Dann krieg ich jetzt einen weißen, weil das Auto dazwischen ist, richtig? Genau. Weißen und einen blauen. Ja. Nicht schlimm. Boah, das ist nämlich gut. So, ich kann jetzt Blanks wiederholen. Wenn ich allerdings mit der Handgun ein Ausrufezeichen würfel, kriege ich einen weißen hinzu. Boah, Kollege. Das war's da dann wohl. Das sind dann 4, 6, 7, 8, 9. Ja, er hat nur eine 3 gewürfelt und er hat noch 2 Lebenspunkte. Ich denke mal, der ist jetzt Geschichte, was? Boah. Puh, das ist hart. Ja, dann müssen wir da einen. Ach, einen Walker. Einen farbigen Walker. Ich habe hier einen farbigen Walker. Das ist doch schön. Nehmen wir den. Und der Loot, den lege ich dann wieder dahin. Ne? Genau. Bitter, bitter, die tue ich schon weg. Ach, das war ja meine erste Aktion. Ich kann nur. Ach so, genau. Verursachen Mayhem. Dürfen wir nicht vergessen. Ihr merkt, wir haben schon etwas länger nicht mehr gespielt. Deswegen ist es ein wenig unkoordiniert. Aber wir haben bisher, glaube ich, noch nichts vergessen. Alle in. Scheiße. Das ist hier die junge Dame. Die anderen sind zu weit weg. Aber auch der Kollege Panker
Mhm. Der schimmelt sich da mal hier so vor. Wupp. Das sind vier und dann geht der raus. Steht er nämlich hier. Und die junge Dame geht auch in gerade rein. Hier ein bisschen vorne hin. Oh Mann, ist hier noch ein freier Walker? Nee, doch hier. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Tja. Okay. Ja, ich bin schon wieder durch jetzt. Ja, ich habe. Nee, gar nicht wahr, ich habe da noch die zweite Aktion. Ich habe da jetzt nur das Mayhem ausgeführt. Verstehst du? Mhm. Im Prinzip wird sie ja gleich durch die Killzone sich einem weiteren Charakter in Nahkampf nähern. Dann werde ich mich mal mutig da reinschmeißen und den Walker gleich versuchen wegzuhauen. Gut, da ich jetzt keine, ich kann zwar drei Aktionen machen, wenn ich jetzt hier funken würde, aber ja. Ich kann ja nicht zweimal looten, das ist ja nicht erlaubt. Ich kann nur, durch das Quick kann ich ja zweimal eine Bewegung machen. Ja. Also nutzt man das Funkgerät eigentlich nicht. Du kannst aber looten, schießen. Nee. Ach nee, dann eine Schaufel. Ne? Ich mach das einfach so, ich werde jetzt einfach die... Ich werde wieder nicht funken, ich werde die Sandra aktivieren. Ich werde erstmal den Loot aufnehmen. Jetzt kommen wir zu den Besonderheiten. Loot-Marker im Gebäude. Oh ja, oh ja, oh ja. Da ist dann mehr Loot drin. Und zwar einen blauen Würfel voller Loot. Ich will auch eine 1 würfeln. Ja. Gehst du? Das kann ich sogar sehr gut. Und dann ziehe ich einfach nur eine Supply-Karte und habe Bandagen gefunden. Oh, okay, die kennt ihr ja schon. Und nehme ich an mich. Und die nächste Aktion ist dann... Ein Sneak. Ja. Ach so. Zum Kühlschrank. Ich bin Runner, deswegen kann ich automatisch über den Tisch drüber hüpfen. Ja. Ach so, ein Tisch macht der doch nichts. Ein Sneak zu dem Kühlschrank. Mhm. Was da wohl drin ist? Ja, was Leckeres. Mhm. Cookie. Und das war die Senra. Du hast nichts mehr. Nee. Dann habe ich noch meine Clementine. Ach du meine Güte. Die Clementine. Die schleicht hier herum. Und macht einmal Hold Your Nerve. Die ist Support-Charakter, da muss ich würfeln. Schafft sie nicht. Und damit hat auch sie ihren Zug vollbracht. Eventphase. Wir haben ein Event, was den Threat um einen erhöht direkt. Wir sind immer noch in Low. Aber nämlich Drawn to Chaos. Und zwar eine Anzahl roten Würfel Walker. Kommen ins Spiel von jeder, da ist extra fett, jeder, Tischseite. Okay, null von jeder Tischseite ist trotzdem nicht sehr erschreckend. Das wäre sonst aber ist schon erschreckend. Ja, mal Glück gehabt, würde ich sagen. Der Blank, den ich gewürfelt habe. Da kommt er ins Bild. Ja. Gut, und dann ist die Killzone als nächstes zu testen. Die sind alle gebunden, da brauche ich gar nichts testen. Haben wir schnell erledigt. Ja, und dann sind die Nahkämpfe am Start. Ich fange direkt mit meinem eigenen an. Ach, erst geht der Threat Tracker. Weil wir Melee haben, richtig. Hoch auf 8. Tyrese hat 2 weiße, der Clawhammer noch einen weiteren weißen. Durch die Wild Wield habe ich noch eine Neuwürfelfähigkeit. Mhm. Und ja, dann lege ich mal los und hau meinen... 4 und eine Walker-Dame hier. Gegen ein. Hau ich kaputt. 4 und ein Headshot gegen ein. Okay. So, und dann geht es weiter mit deinem Governor. Der Governor hat einen blauen und einen weißen. Ich guck nochmal. Ja, bleib dabei. Ja. Der Walker hat schon mal eine 1 gewürfelt. So, ich habe 2 gewürfelt. Ich bin jetzt on the winning side, Willi, ne? Ja, das ist korrekt. Brutal. Das heißt, ich kriege noch einen weißen hinzu. So, ja, vielleicht kannst du ihn ganz wegputzen. Nee, ich das schafft er nicht mit Ausrufezeichen. Das schafft er nicht. Hm. Ja. Gut. Dann machen wir direkt mit Martinez weiter. Diese Walker-Dame würfelt nichts. Martinez hat 2 weiße. So. Ja, der macht weg in allen Sachen. Da siehst du. Und dann ist hier noch die Mini-Rock-Walkerin gegen... Muskelprotz.
Haha. Das ist aber eine 2. Oh, mit Biss? Mhm. Da müssen wir jetzt mal was gegenhalten. Ja, ein bisschen was. 4 mit Headshot. Weg. Auch weg, die junge Dame. Oha. Das waren die Nahkämpfe. Das heißt, wir testen jetzt, wer alles liegen bleibt genau. Und wer du aufsteht. Testest, ich zeig, genau, ne? Du zeigst. Hier vorne haben wir eine. Schild steht auf, steht auf. Oh, oh. Die hier? Steht auf. Och, Uwe. Der Opi? Opi steht Opi auf. Und hier dein... Der Lee, der steht auch auf. Lee steht wieder auf. Gemacht. Damit ist die Runde zu Ende. Ja, geschafft. Ja, ja. Und den Uwe schon gesagt. Gut, was war das jetzt? Runde 4? Mhm. Ich bin am Zug. Korrekt, du hast die Initiative. Ach Mist, ich wollte mir eigentlich was überlegen. Egal. Mal spiel einfach so weiter wie sonst auch. Ja, schlecht, ne? So, wir sind gerade noch in Low, gleich im Medium. Das heißt, ich muss mal auf meinen Craig achten, der den Nerf Level Low hat. Dann müsste ich mal mit meinem Blake, der flattert einiges. Einiges. Brian Blake sneakt mal hier vor. Oh. Ja, und zwar hier hin. So, ja, so. Ja. Und dann schieße ich auf Tyrese. Auf Tyrese, okay. Yes, mit meinem Bogen. Ja, da ist nichts dazwischen. Tyrese ist frei. Er hat einen blauen zur Verteidigung. Oh. Das ist ein Schaden und ein mehr durch den Headshot. Das sind 2, genau. Bing, bang. So, ich warte, als nur im Melee kriege ich noch einen weißen Würfel hinzu. Schade, schade, schade. Der Bogen hat keinen Lärm gemacht. Genau. Alles klar. Ich muss ihn aber nachladen. Stimmt, er war leer. War es der letzte Pfeil, den er abgeschossen hat? Oh, nein. Das ist gut. Gut. Governor ist durch. Der Tyrese läuft und macht so, der läuft mit ganz großen Schritten direkt hier Kontakt. Ach, direkt in den Kontakt, okay. Ja. Aber der war so laut jetzt. Du musst halt gucken, dass der, wenn du dich ein bisschen weiter rüber stellst, so, dann wird der Opa auch noch reinlaufen. Richtig, das war der Plan. Das ist doof. Dann ist Craig auch schon fertig. Ja, und ich habe jetzt auch, ich hätte jetzt vorher noch irgendeine Aktion machen können, habe ich aber auch nicht dran gedacht. Damit bin ich jetzt auch hier schon fertig. Schweinerei, sag ich mal, Schweinerei. Martinus macht ein Hold Your Nerve. Ja, geht runter auf die 7. Und jetzt rennt er einmal hier rüber zu Tyrese. So. Ja. Was hast du dagegen zu setzen? Achso, warte, ich bin ja gerannt. Richtig. Genau, der hier und der schimmelt dann rum. Mal gucken, passt er da durch? Ja, er passt da durch. Scheiße. Aber du hast die Initiative, ne? Kannst gleich aufteilen. Ja, müssen ja eben ja aufteilen. Oh Mann, ey. Dann bin ich jetzt mal mit der Clementine dran. Die Clementine schleicht hier Comicladen lang. Die macht nicht viel mehr als rumschleichen und mit dem Funkgerät spielen. Und diesmal spielt sie mit dem Funkgerät rum. Oho. Bist du wieder dran? Okay, der Harold hat einen Bogen und schießt mal auf die Sandra. Okay. Einen roten. Du hast allein schon einen roten. Ich hab weiß, rot als die Fans. Ja, und du kriegst noch durch die. Ach so, kriegst noch einen roten hinzu. Naja. Na guck mal. Oh, 2 Schaden. 2 Schaden, aua. Das war doch mal erfolgreich.
Ich muss aber trotzdem gucken. Genau, gucken, ob es der letzte Fall gewesen ist. Ja, es war der letzte Fall. Ein Glück. In Herald war das. Aber ist egal, ich bin ja da, um Nahkampf zu machen, ne? Deswegen. Können wir rennen? Wir rennen, wir müssen hier rennen, wir müssen hier rüber. Ich komme da aber nicht rum. Ich könnte hier hin, dann hätte ich noch zwei. Ich passe nicht durch, ich kann mich nur hier dran stellen. Ein Run. Mhm. Zieh den Walker auch noch an. Ach du meine Güte. Viel Fein, viel eher. Ja. Das ist alles. Also taktisch ist das unterstes Niveau. Ja. Dann ist jetzt die Sandra dran. Die Sandra wird jetzt einmal in dem Haus looten, den Kühlschrank leer machen. Wie viel findet sie denn? Schon wieder ein. Diese Sonderregel ist toll. Mhm. Und ich finde einen Lurker. Nein, genau. Lurker. Zwei rote, ne? Ja, richtig. Und ich verteidige mich mit Rot-Weiß. Der Lurker beißt unwahrscheinlich zu. Ja, zum Glück hat er das Gebiss schon weg gehabt. Ich habe auch nur eins gewürfelt, aber das ging ja nochmal gut. Ja. Das kommt davon, wenn man im Haus sucht. Ja, das war jetzt... Im Kühlschrank war der Lurker drin. Ja. Wie fluffig ist das denn bitte? Und hat den ganzen Käse gegessen, das war gemein. Und das war die erste Aktion. Die nächste Aktion ist jetzt ein Sneak. Darf ja noch mal sehen, als nächste Aktion, jetzt darf ich sogar noch mal laufen. Ah, ziehst du den ja mit? Ja, da laufe ich dann, springe ich hier durch. Mhm. Ich laufe aber nur bis hierhin. Na gut, dann eiert der ja natürlich. Der schembelt dann einfach nur ins Auto. Die Auto-Ecke ran. Und dann ja, das war die Sandra, du hast nichts mehr. Was Martin ist noch? Der Carlos muss noch. Carlos. Wieso sag ich nur Martinus? Der Carlos, der läuft jetzt ganz laut hier hin. Warum? Weil das Lärm macht. Innerhalb von 10. Jetzt versucht der halt an den Martinus zu kommen. Ja. Und schembelt. Oh, nee, das schembelt das ganze Auto um. Der schembelt das Auto weg. Boah. Dahin. Das hat ja auch noch was zu tun. Und. Nee, ich riskiere das doch, ich riskiere das einfach. Und dann schießt er nochmal auf ihn. Auf in wen? Den Nahkampf rein. Harold. Ja, auf Harold. Okay, der Uwe wirft jetzt einen schwarzen Würfel. Bei einem Stern trifft der Harold, bei nicht darf ich mir aussuchen, wer getroffen wird. Nicht. Oh. Wen trifft er denn wohl? Das ist schlecht jetzt für dich. Ich würde sagen, den Tyrese. Tyrese, okay, dann. Ich schieße mal. Was hat denn der Tyrese für eine Defense? Blau. Och. Kann man auch schlecht würfeln. Ich kann auch schlecht angreifen. Ja, okay. Gut. Nichts passiert. Aber du hast. Das hat ein Noise gemacht, aber da ist jetzt keiner mehr. Ach, du hast den Silencer drauf. Ich hab den Silencer drauf. Okay. Puh. Gut. Wunderbar. Hier vorne ist ein. Happy Tumult, würde ich sagen, ne? Oh ja, das war nämlich dann auch meine Aktion. Sind wir mit allen durch? Das heißt, als nächstes wird eine Eventkarte gezogen. Mann, da sind wir in der Eventphase. Hier ist ja ein richtig fettes Gemosche. Schön aufs Fressbrett drauf. Ich zieh mal eine Karte. Bin mal so frei. There's a storm coming. Oha. Threat Level um 1 bitte hoch. Wir sind immer noch in Low dann. Aber ganz in knapp. Low, oh. Ein auf dem Threat Level drauf. Jetzt sind wir in Medium. Jetzt drawn the two more Event Cards. Oha. Jetzt machen wir erstmal eine. Oha. The Walking Dead. Threat Level plus 2. Ja, wir sind in Medium auf 11. Oh, oh. Dann nimmst du dir mal zwei blaue Würfel. Ja. Und so viele Walker kommen ins Spiel. Vier. Das heißt, wir machen an jeder Ecke einen, oder? Ja, ja, genau. Dann mache ich das einfach in der Mitte. In der Mitte. Ronnie ist nicht zurückgefunden. Der ist er ja wieder. Und ja.
Den geht's gut da drüben, ne? Mhm. Gut. And then each moved towards the nearest survivor. Das ist dann hier der Craig. Genau. Und hier ist das Clementine. Geht dann hier hin. Wo ist denn die? Ach, da hinten. Hier ist es auch Clementine, Schindel. Bis hier hin. Hier vorne ist es Rock Blake. Okay, und The Walking Dead. So, Threat Level um einen hoch. Jetzt wird es mal so langsam spannend hier. Ja, wir sind immer noch im Medium. So, und jetzt einen weißen Würfel. So viele Walker enter play from each table edge. Ein. Das heißt wieder jeweils einen. Achso. Up the shame. Aber die laufen nicht. Das ist doch schön. Schön. Killzone. Ja. Die sind alle. Nee, die ist nicht gebunden. Nee, die kommt aber nicht. Auch nicht rum, muss ich sagen. Ah, nee, warte mal. Die kommt dann zu mir, ne, oder? Die würde dann so rumkommen. Aber die kann nicht. Nee, gar nicht wahr. Die schiebt doch die weg. Schiebt die doch weg. Genau. Und regeln. Ja. Der hat keinen. Hier, guck mal eben hier. Die Clementine ist sicher. Ja, ich würde sagen, ja. Ja. Das war's, ne? Ja. Okay. Dann sind wir jetzt im Nahkampf. Wir ja. Sind jetzt schon bei 13. Einer vor High. Mhm. Ja, und jetzt musst du da den Nahkampf da mal aufdröseln. Du hast die Initiative. Wie hättest du es denn gerne? Oh ja, also den muss ich ja sowieso mit dem Walker schon mal das ist einer, ja. Wegziehen. Dann können wir. Nee, ich könnte den ja auch mit hier ziehen. Die standen ja auch in Kontakt, ne? Ja. Dann könnte ich die hier ziehen. Der Craig macht das mit denen. Der macht das mit denen, das ist überhaupt kein Problem. Gut. Oh, Freunde der Sonne, jetzt geht's. Richtig ab. Fangen wir mit Craig an. Craig hat. Dann habe ich drei rote Würfel. Für die Walker. Ich habe nur einen weißen und einen roten. Ui, die sind aber hungrig. Drei und du hast fünf. Fünf gebissen. Das heißt zwei Schaden, eins, zwei und gebissen. Autschi. Das heißt, da ich ihn nicht entfernen kann, werden die hier weggepusht. Genau. Ein Zoll. So. Aua. Uwe. Mhm. Dann machen wir jetzt hier Martinez und den... Genau, du hast Unterstützung von den Walker und ich kämpfe mit meinen drei Weißen, wo ich einen durch Dual Wield... Weiß und Rot. Was hast du? Drei Weiße? Ja, ich habe den Clawhammer und das ist ein Footballspieler. Ja, was sollen die? Die haben doch keinen Hammer beim Football. Oh, ich habe vier. Du hast? Fünf. Gut, die... Nee, du hast gewonnen und machst dann einen Schaden mehr, ne? Ja, genau. Das heißt zwei Schaden. Gegen Martinez. Oder kannst du den nicht aufhören? Ich habe Bludgeon, deswegen würde ich dich jetzt umhauen. Ja. Und der Walker kriegt der nicht auch einen? Ja, den müsste ich dann auch. Ne, da habe ich nur gewonnen, ne? Der hat ja nicht, den schiebe ich einfach nur zurück, aber der fällt nicht um, weil ich will den Schaden dir machen. Dann schieben wir den dahin und dich. Schiebe ich zurück und schiebe ich um, weil ich ja mit Bludgeon Aua. So richtig einen und ich kriege zwei Schaden, ne? War das richtig? Zwei, genau. Du hast vier und ich habe fünf und das Ausrufezeichen macht dann noch einen mehr. Ja, also zwei, ja, ne? Genau. Ach, ich hätte das, ja, aber das lasse ich jetzt. Ich hätte ja den sogar nochmal neu würfeln können, aber das mache ich nicht. Oh, hätte auch ein Blank werden können. Stimmt. Das stimmt. So, dann machen wir mal den erfolgreichen Harold. Der kämpft gegen wieder zwei Zombies. Das sind dann die drei roten Würfel. So, ich dürfte jetzt den roten wiederholen.
Mein besten Wurf. Ja, brauchst du aber nicht, weil... Genau, ich gewinne um 2 und smash einen nieder. Also ja, genau. Einer geht zurück und einer ist kaputt. Und der andere, der fällt um, ne? Den hast du ja auch umgehauen, oder? Schiebst den nur zurück. Um 2 der liegt doch, oder? Der andere. Achso, ja, dann liegt der genau. Richtig. Ja, dann ist es nur noch der Garten. Weiß und blau. Ole, ole. Boah, der ist so richtig, richtig wütend. Mhm. Meine Güte. Weg ist er. Gut. Ja, oder nicht? Ist doch blöd. Endphase. Ja, dann aufstellen. Du würfelst? Ja. Darf ich für mich auch? Nein. Nee, ne? Machen wir hier mal deinen... Bleibt liegen. Ehemaligen Lee und das war's auch schon, ne? Das ist es, ja. Das ist es.